Was geht? Corey hier und willkommen zurück bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo ich einfach die Bibel lese und euch zeige damit, wie man einfach die Bibel liest. Ich hoffe, das macht Sinn. Wir haben die letzten Wochen und Monate Markus Kapitel 1 bis 15 durchgenommen und jetzt sind wir im letzten Kapitel. Wir haben gelesen, wie Jesus gekommen ist, die Apostel gelehrt hat, seine Jünger gelehrt hat und seine Message verbreitet hat und letztendlich er gefoltert wurde und am Kreuz gestorben ist. Und jetzt lesen wir weiter heute in Markus 16. Und bevor wir anfangen, ich möchte immer mit einem Gebet anfangen. Ja, danke, Vater. Ich danke dir so sehr, dass wir jetzt für die letzten Monate einfach diese Bibelstunde machen konnten. Ich bitte dich, dass du Menschen berührt hast, dass du Menschen geholfen hast, Sachen zu verstehen, Herr. Ich bitte dich, dass du deine Worte in mir reinlegst, dass ich das Richtige einfach weitergeben kann, Herr. Bitte segne jetzt diese Zeit und segne einfach weiterhin diesen Channel. Amen. So. Falls ihr dann abonniert habt und geliked habt und die Glocke aktiviert habt, können wir starten mit Vers 1. Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria von Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam einzubalsamieren. Das ist ein merkwürdiges Wort. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Unterwegs überlegten sie, wer ihnen den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen könnte. Als sie jedoch hinkamen, sahen sie, dass der Stein, ein massiver Felsblock, bereits zur Seite gewälzt war. Sie betraten die Grabhöhle und bemerkten dort auf der rechten Seite einen jungen Mann in einem strahlenden weißen Gewand. Die Frauen erschraken sehr, aber der Engel sagte: Habt keine Angst, ihr sucht Jesus von Nazareth, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier, er ist von den Toten auferstanden. Seht, das ist die Stelle, an der sie ihn hingelegt haben. Geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch Petrus, Jesus geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat, bevor er starb. Zitternd vor Angst und Bestürzung flohen die Frauen aus dem Grab. Sie redeten mit niemandem darüber, so sehr fürchteten sie sich. Also wir sehen, dass die Marias und die Salome zu dem Grab gegangen sind und sie wollten eigentlich den Leichnam einfach salben, weil man das damals gemacht hat. Aber als sie dann angekommen sind, war niemand mehr da, also Jesus war schon weg, aber ein Engel ist ihnen erschienen und hat ihnen gesagt, hey, der ist nicht mehr hier, der ist so, wie er es gesagt hat, der ist schon vorgegangen, geht vor und sagt es allen. Aber die Frauen haben sich so gefürchtet oder waren so geschockt, dass der Leichnam nicht da war und dass da ein Engel war, dass sie einfach schnurstracks rausgelaufen sind und niemanden, weil es war, da waren sicherlich noch Leute drumherum, Wachen und so weiter und so fort, niemanden davon erzählt haben, was sie gerade gesehen haben. Wir lesen auch in Matthäus 28 dieselbe Stelle aus einem anderen Blickwinkel. Und zwar heißt es dort, am Sonntagmorgen in aller Frühe ging Maria Magdala und die andere Maria hinaus zum Grab. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herab den Stein beiseite gerollte und sich darauf niederließ. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war wie Schnee, weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst. Als sie ihn sahen, fielen sie zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel sprach die Frauen an. Habt keine Angst, sagte er. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist von dem Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Merkt euch, was ich euch gesagt habe. Die Frauen liefen schnell vom Grab fort. Sie waren zu Tode erschrocken und doch zugleich außer sich vor Freude. So schnell sie konnten, liefen sie zu den Jüngern, um
ihnen auszurichten, was der Engel gesagt hat. Und das Coole an den vier Evangelien ist, sie erzählen ja alle dasselbe oder das Ähnliches, aber aus anderen Blickwinkeln beziehungsweise mit anderem Fokus. Also wir sehen hier zum Beispiel, wurden nur zwei Frauen erwähnt. Heißt natürlich nicht, dass die andere Frau nicht auch da war, aber das war halt das Wichtige. Wir sehen, dass der Engel beschrieben wird, wie besonders dieser Engel ist. Das haben wir in Markus ja auch nicht gelesen. In Markus allgemein ist alles sehr, sehr abrupt und kurz gehalten. Aber die Tatsache, was passiert ist, ist, dass der Fels weg war, dass Jesus weg war und dass die Frauen mit jemandem gesprochen haben und jetzt Richtung Jünger laufen. Und man kann auch immer sagen, dass wieso man so sehr an das Zeugnis des Evangeliums glauben kann, ist, falls Menschen damals wirklich diese Story erfunden hätten, also wenn sie einfach erfunden hätten irgendwas, dann hätten sie nicht Frauen genommen in dieser Story. Weil damals haben die Frauen als Zeugen gar nichts bedeutet. Das heißt, wenn ich zu der Zeit eine glaubhafte Story erzählen würde, dann hätte ich Männer genommen und bei denen sah es dann so aus, ja, die gingen zum Grab und dann war der Stein nicht mehr da, Jesus war auch nicht mehr da, sie haben einen Engel gesehen und dann sind sie gegangen. Und vielleicht würde ich auch noch sagen, ja, es waren starke Männer, also die hatten keine Angst oder irgendwie sowas, sondern sind einfach gegangen, haben die Leuten erzählt, die Soldaten, die hatten Angst, das sind ja Römer und das sind ja, die gehören ja nicht zu uns. So würde ich die Story erzählen, damit die glaubhafter ist. Aber das Ding ist ja, dass die das Evangelium geschrieben haben, nicht versucht haben, jemanden zu überzeugen, sondern sie haben einfach nur versucht wiederzugeben, was passiert ist. Und deshalb wurden hier die Frauen genommen, denn sie haben dieses Erlebnis miterlebt. Und wir lesen auch in Lukas diese Stelle. Und Lukas, wie wir wissen, ist ein Arzt gewesen und er hat versucht, die Sachen immer ein bisschen einfacher zu greifen für den normalen Bürger sozusagen aufzuschreiben. Und da lesen wir: Früh am Sonntagmorgen gingen die Frauen zum Grab und brachten die Öle mit, die sie vorbereitet hatten. Sie sahen, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggerollt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, konnten aber den Leichnam von Jesus, den Herrn, nicht finden. Sie waren ratlos und überlegten, was geschehen konnte. Plötzlich standen zwei Männer in strahlenden Gewändern neben ihnen. Die Frauen erschraken und verneigten sich vor ihnen. Da fragten die Männer: Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht, wie er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen übergeben und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag wieder auferstehen wird? Da erinnerten sie sich, dass er das gesagt hatte. Sie liefen schnell zurück, um den 11 Jüngern und allen anderen zu berichten, was geschehen war. Und wir sehen hier zum Beispiel, dass Lukas erwähnt, dass hier kein Engel war, sondern es waren zwei Männer. So, ob es jetzt ein Mann war, zwei Mann war, wie auch immer. Aber er sagt, hey, das muss nicht unbedingt hier übernatürlich gewesen sein. Vielleicht haben die auch einfach nur strahlende, weiße, mit Perwoll gewaschene Gewänder angehabt. Und der ist immer ganz, 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 wie gesagt, er versucht immer er hat auch die Wunder ein bisschen kleiner gehalten und so weiter und so fort. Und wir sehen aber trotzdem, auch so rational man denken kann, versucht das aufzuschreiben, Jesus ist auferstanden. Er ist gestorben und nach drei Tagen auferstanden. Da kann man nichts, das kann man nicht rauslassen. Das ist einfach passiert. Und das ist einfach so schön zu sehen in den unterschiedlichen Evangelien. Auch in Johannes können wir wieder einen anderen Blickwinkel lesen. Deshalb ist es so cool, wenn wir haben jetzt Markus hier durchgenommen, aber macht es doch gerne noch, lest Matthäus durch, Johannes durch und Lukas durch. Alle das haben unterschiedliche Schwerpunkte, aber erzählen trotzdem die wunderschöne Story von Jesus. Aber ja, das war's erstmal für diese Woche.
Wir haben Markus Kapitel 16, 1 bis 8 gelesen und lesen nächste Woche die letzten Verse im Markus-Evangelium und sind damit durch fürs Erste. Aber schreibt mir doch unten in die Kommentare, was ihr als Nächstes durchmachen wollt. Wollt ihr noch ein Evangelium durchmachen oder wollen wir weitergehen mit einem anderen Buch? Schreibt mir doch unten in die Kommentare, was ihr am besten hören wollt. Aber falls euch das Video gefallen hat, vergesst doch nicht zu liken und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, Corey hier, ihr da, alles klar. Und wir sehen hier auf dieser Seite die ganze Playlist von allen Bibelstunden. Und auf dieser Seite ist ein anderes Video, was ihr euch gerne anschauen könnt.